Als The Sims 4 frisch angekündigt wurde, haben die Entwickler bis zur Ankündigung immer mehr verraten, welche Features aus den Vorgängern es im neuesten Teil nicht mehr geben sollte. Viele Simmer waren über diese fehlenden Inhalte nicht gerade begeistert und haben eine insgesamt 89 Punkte lange Liste mit fast allen fehlenden Inhalten in 2014 erstellt, die ich in diesem Video noch einmal anschauen will und wir überlegen, welche Features es wieder ins Spiel geschafft haben. Viel Spaß beim Ansehen! Alles, was in meiner Liste lila markiert ist, wurde per Update hinzugefügt und alles, was hier blau markiert ist, wurde auf jeden Fall als DLC hinzugefügt. Und es waren schon ganz schön viele Dinge und ich dachte mir, wir gucken uns das jetzt hier einfach nochmal genau an. Und zwar fehlende Dinge, die es auf jeden Fall in The Sims 3 gab, waren ein Create-a-Style-Tool, keine offenen Welten mehr, keine Karrieren oder viele Karrieren wurden auf jeden Fall entfernt. Es gab keinen Fortlauf der Geschichte mehr und keine Möglichkeit, neue Grundstücke zu erstellen. Das sind Dinge, die wir jetzt immer noch nicht können, auf jeden Fall, aus The Sims 3. Aber dafür sind die Pools wieder zurückgekommen. Ich weiß gar nicht genau, warum das jetzt hier als The Sims 3 deklariert ist, weil es ja in allen Teilen Pools gab. Ja, aber auf jeden Fall, das Terrain können wir jetzt anpassen. Öffentliche Plätze können nicht mehr verändert werden. Keine Kleinkinder mehr. Die gibt es jetzt natürlich auch wieder per Update. Gab schon 2017. Und jetzt die Mac-Version. Die wurde auch relativ am Anfang dann wieder hinzugefügt. Eigentlich finde ich es krass. Wir haben, wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich hätte gar nicht erwartet, dass wir so viel überhaupt wieder per Update hinzubekommen haben, aber es ist natürlich immer noch nicht genug, da kann man immer noch bei vielen Sachen nacharbeiten. Die größten Veränderungen waren auf jeden Fall Babys, die jetzt in The Sims 4 nur Objekte sind, dann Hintergründe, die Deko sind. Also in The Sims 3 konnte man ja eigentlich mit allem so wirklich interagieren und das geht ja jetzt eigentlich nicht mehr, aber die Dinge haben sich jetzt auch nicht so wirklich geändert, genauso wie die Ladebildschirme oder so. Hier die kleineren Grundstücke wurden auf jeden Fall quasi per Pack hinzugefügt. Also es gab jetzt dann auch größere Grundstücke, zum Beispiel mit Zeit für Freunde. Gibt es ja jetzt wieder 64x64, so wie es auch in den Vorgängern immer der Fall war. Die Begrenzung der Stockwerke wurde auch ein bisschen aufgehoben. Wir können jetzt, glaube ich, 5 Stockwerke insgesamt platzieren übereinander. Den Punkt mit der komplett flachen Welt kann ich gar nicht so ganz nachvollziehen, weil die Welten im Basisspiel ja einigermaßen doch hügelig waren, also jetzt nicht krass, aber verstehe ich jetzt nicht so ganz. Dann gab es auf jeden Fall eine ganz große Liste an fehlenden Spielelementen, die es dann auch aus den Vorgängern gab. Keine Akne, keine animierten Haare, keine Buchläden, es gibt so viel, keine Einbrecher. Alles was schwarz ist, sehen wir hoffentlich irgendwann nochmal wieder. Kein kleiner Kaufen im Läden, fand ich immer eigentlich ganz, ganz cool. In The Sims 2 ging das ja, glaube ich. Dann keine Träume, es wurde ja mit Sims 3 Into the Future hinzugefügt, keine Garagentore und natürlich auch keine Autos, also zumindest Autos, mit denen man interagieren kann. Keine Zeitungen, es ist schon sehr viel Trauriges dabei, keine Slider für die Hautfarbe, gibt es jetzt auch nicht mehr. Keine Sternzeichen, ja, ich meine, auch im Ersteller eines Sim-Modus ist das Ganze ja so ein bisschen begrenzt. Also man kann ja so die Gangart und so wählen, aber so diese feinen Details, auch diese Favoriten und so, die es in The Sims 3 zum Wählen gab hier und das Sternzeichen, sowas kann man jetzt aktuell nicht mehr wählen, aber dafür wurden Dinge wie Keller auf jeden Fall hinzugefügt, Babysitter finde ich ganz cool. Die Geister wurden auch einigermaßen, oder doch als erstes großes Update gab es die Geister und keine tragischen Clowns, die sind auch wieder hinzugekommen. Schwimmen gibt es jetzt natürlich auch wieder mit den Pools und man kann jetzt auch im Meer schwimmen, in den neueren Welten auf jeden Fall, auch ganz cool. Ich hoffe wirklich, dass es nochmal irgendwann übernommen wird, dass wir wirklich dann auch in allen Welten schwimmen können und nicht nur in den neueren Welten, die jetzt kommen werden. Falls ihr euch ganz genau für die Liste interessiert, könnt ihr entweder das Video pausieren, um meine Markierung hier zu sehen, was es jetzt nachträglich wieder gibt. Oder ihr schaut mal in der Beschreibung vorbei, da habe ich euch den Original-Forums-Beitrag quasi nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Es sind wirklich sehr viele Sachen, aber ein paar Sachen sind ja doch wieder hinzugekommen. Dann bei den fehlenden Objekten aus anderen Basisspielen, es gab am Anfang keine Fahrräder, keine Kleiderschränke, Kinderbetten. Kein Billard, das gab es in The Sims 3 ja auch nicht, aber in den Vorgängerteilen dann. Keine Spülmaschinen, also Spülmaschinen haben wir auch mit dem coole Küchen-Accessoire-Pack wiederbekommen. Keine Hochstühle, mit dem Update dann, mit dem auch die Kleinkinder dazugekommen sind. Whirlpools sind ja jetzt relativ neu per Update hinzugekommen. Und Dinge wie eine 32-Bit-Version gibt es jetzt eigentlich auch wieder, aber sonst weniger Eigenschaften bzw. Merkmale im Cast und die müssen erst freigeschaltet werden. Ehrlich gesagt, ich fände es auch ganz cool, wenn man wirklich die Sachen, die man sonst immer freischalten muss, irgendwie schon im Ersteller einen Sim-Modus hat.
oder alternativ so mit so einem Schloss versehen sind, dass sie angezeigt werden, aber halt gesperrt sind. Ich finde, ehrlich gesagt, dadurch würde man so ein bisschen sehen, was man seinen Sims noch geben könnte. Und dann schaut man auch öfters mal in diesem Store vorbei, als so, wie es aktuell gelöst ist, weil ich eigentlich da nie einen Blick reinwerfe und mir denke, wo könnte ich denn jetzt mal meine Punkte für ausgeben? Ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Features ihr euch noch wünschen würdet. Also so ein paar Klassiker, große Sachen, die sind ja jetzt schon bekannt, aber vielleicht sind da auch ein paar Sachen dabei, die jetzt gar nicht so richtig ihr auf dem Schirm habt oder ich jetzt auch nicht auf dem Schirm hatte. Mühlzer Kleinerer zum Beispiel aus The Sims 3 habe ich komplett vergessen irgendwie. Die spielen so in meinem Kopf gar keine Rolle mehr, dass es die nicht mehr gibt. Und wahrscheinlich war aber noch nicht bestätigt, keine Kassen, ja, das ist damit an die Arbeit dazu gekommen. Keine Schaukeln, keine Magazine, kein Erbe. Es gab mal Erbe in The Sims? Darüber habe ich auch noch nie nachgedacht, das ist eigentlich auch echt eine coole Sache. Wenn der Sim stirbt und dann an die neue Generation wird dann ein paar Simoleons oder so weitergegeben. Es wäre irgendwie, also wenn das so richtig umgesetzt wäre als Feature, wäre schon extrem cool auf jeden Fall. Keine Stammbäume, die Stammbäume haben wir jetzt auch wieder. Aber ja, sonst Pinballmaschinen wären ganz cool. Keine Möglichkeit Blumen zu wässern, wahrscheinlich sind damit die Basisspiele, also die Sachen, die man aus dem Baumodus nimmt, gemeint. Da kann man ja nur die Sachen bewässern, die man selber angebaut hat. Das ist auf jeden Fall noch ganz interessant. Aber sonst, es ist schon echt eine lange Liste. Es sind ein paar pinke Stellen oder blaue Stellen, Sachen, die wir eigentlich wieder haben. Aber es ist immer noch viel schwarz. Ich fand es jetzt auf jeden Fall mal wirklich interessant zu sehen, was für Features es am Anfang von The Sims 4 gar nicht gab. Und Leute, die vielleicht später dazu gekommen sind erst, die wussten das wahrscheinlich alles noch gar nicht. Für mich war es jetzt auch mal wieder so eine kleine Auffrischung, weil man dann doch, jetzt haben wir schon mittlerweile 6 Jahre Sims 4, da vergisst man schon manchmal irgendwas oder 5,5 Jahre. Naja, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich fand es jetzt auf jeden Fall mal wirklich spannend, das so nochmal anzugucken. Und dann bis zum nächsten Video.